Das ist jetzt Thomas Steinkellner. Nochmal herzlich willkommen. Thomas, bevor wir zur inhaltlichen Eingangsfrage kommen, stelle ich doch bitte mal persönlich vor. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Steinkellner. Bin, ich glaube, seit 2001 in der ÖVP aktiv, doch von der Schülervertretung an bis jetzt quasi beim bald Ausscheiden aus der jungen ÖVP, ein paar Jahre habe ich noch, aber dann wird mich vielleicht auch ein Bund aufnehmen, war lang aktiv und mit dem Berufseinstieg hat sich meine Ehrenamtlichkeit ein bisschen eingestellt. Nichtsdestotrotz liegt mir die ÖVP doch sehr am Herzen, dass dort was weiter bewegt, dass die ÖVP modernisiert wird und dass wir eine Bewegung werden, die den Menschen wieder zulaufen. Was genau machst du beruflich? Ich bin in der Unternehmensberatung, mache Infrastrukturprojekte, also privat finanzierte Infrastrukturprojekte. Also für viele aus dem linken Spektrum eigentlich das total das Böse, weil die Privaten dürfen ja keine Infrastruktur bauen. Und das ist aber gar nicht böse, sondern gut für den Staat, weil der spart sich damit Geld. Thomas, ich komme zur inhaltlichen Einstiegsfrage. Ich glaube, Markus, ich bin an der Reihe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was findest du gut an der ÖVP? Ich finde gut an der ÖVP, dass sie von ihrem Grundgerüst, glaube ich, die Partei ist, die meine Werte vertritt, also bürgerliche Werte und vor allem die Eigenverantwortung und den Wert der Freiheit. Der ist in manchen Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Hin und wieder tendieren wir dazu, zu viel zu regulieren. Aber nichtsdestotrotz im Kern vertritt die ÖVP diese Werte Freiheit und Eigenverantwortung. Freiheit und Eigenverantwortung, du schlägst diese Pflöcke zunächst mal ein, du sagst aber im selben Atemzug, manchmal sind diese Werte zu kurz gekommen. Ja. Mach das bitte konkret, wo sind diese Werte zu kurz gekommen oder kommen sie möglicherweise noch immer zu kurz? Ich glaube, die ÖVP schwimmt manchmal zu sehr mit dem Mainstream mit und sagt, lauft Wählergruppen nach, die und sagt, es muss alles reguliert werden. Es muss reguliert werden, wann man in die Schule geht, wie man in die Schule geht, was für ein Unternehmen, wie man die Leute anstellt, Kündigungsschutz und dergleichen. Es sind viele wertvolle Dinge in den 70er Jahren dort entwickelt worden, in den 60er und 70er Jahren. Aber es ist vor allem in den 80er und 90er Jahren so viele Dinge dazugekommen, dass man eigentlich das Leben der Leute viel schwerer macht, als man das unterstützt. Der Staat sollte eigentlich mehr den Rahmen schaffen. Aber warum will das dann der Mainstream, wenn du die Kritik übst, die ÖVP würde im Mainstream mitschwimmen? Mhm. Gut, eine Partei, die sich Volkspartei nennt, vielleicht sollte die sogar recht viel mit dem Mainstream zu tun haben. Weil wir, glaube ich, vom Schulsystem an schon so erzogen werden, dass wir nicht mehr Eigenverantwortung lernen, dass wir unser Leben in die Hand bekommen und selbst entscheiden können. Aber geht es uns so schlecht im internationalen Vergleich? Ja, jetzt noch nicht, aber wenn es so weitergeht, man braucht nur unser Pensionssystem anschauen, die Krankenkassen und dergleichen. Ich glaube, dass zum Beispiel nach dem Schweizer Vorbild eine Versicherungspflicht statt einer Pflichtversicherung sehr viel Potenzial hätte, Geld einzusparen. Das heißt, du siehst Österreich zwar in einer guten Verfassung, aber in einer negativen Tendenz. Ja. Markus? Und wenn du jetzt sagst, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig zusammenfassen darf, es ist so, dass die ÖVP deine Grundwerte, deine Grundpositionen so am meisten vertritt. Dann hast du jetzt sehr viel gesagt, was ja auch den persönlichen, den gesellschaftlichen Bereich betrifft, wo du sagst Freiheit, Eigenverantwortung. Ist das auch der wirtschaftliche Bereich oder wo siehst du da die Schwerpunkte? Ja, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Es werden jetzt Bestrebungen gemacht von diversen Ministerien, unsere ganze Verwaltungsstruktur zu entschlanken. Vor allem Jungunternehmen den Weg leichter zu machen, dass sie Unternehmen gründen. Ich glaube, das wäre eine große Aufgabe von der ÖVP, sich diesen Jungunternehmen anzupassen, weil das sind die Leute, die Arbeitsplätze für die Zukunft schaffen. Wir werden in den nächsten 20 Jahren sehen, dass einfach Berufe, die heute noch normal sind, aussterben werden. So wie der Holzredner vor 100 Jahren noch aktiv war, aber jetzt mittlerweile. Und der Beruf des ÖVP-Politikers? Dem wird es hoffentlich noch immer geben. Weil warum hoffentlich? Also ich habe eine saloppe Frage, halb ironisch gestellt, aber was ist es denn jetzt wirklich wert an der ÖVP in die Zukunft tradiert zu werden und was muss die ÖVP tun, damit diese Dienstleistung für das Land auch erhalten bleibt?
Ich glaube, die ÖVP muss sich ein bisschen mehr der Lebensrealität der Menschen annähern. Teilweise haben wir wertkonservative Positionen aller Familie und Schulpolitik, wie gegen die Ganztagsschule und dergleichen, die an sich ja gut sind, wenn das Leben noch so funktionieren würde wie vor 70 Jahren, wo der Großteil der Leute zu Hause arbeitet. Aber seit den 70er Jahren haben sich die Lohnstrukturen der Menschen, was junge Leute verdienen, wesentlich geändert. Die Mietpreise sind gestiegen und heutzutage braucht man schon fast zwei Leute, die verdienen, um sich ein Leben in einem gewissen Standard leisten zu können. Und das sind einfach Realitäten. Aber gemeinhin wird es als positiv gesehen, wenn beispielsweise in einem Haushalt, beispielsweise in einer Familie beide Erwachsenen, wenn das Eltern sind, das ist ja auch was Positives. Erwerbstätig sein können und das dann auch sind. Ja, das ist ja auch was Positives. Deswegen sollten wir uns auch mehr diesen Leuten annähern. Wir haben doch noch ein sehr traditionelles Familienbild, was aus einer bürgerlichen Perspektive ja sehr gut ist, aber es folgen uns nur mehr wenig Leute, weil nur mehr wenig Leute diese Lebensrealität haben. Woher kommt dieses Familienbild, das du als traditionelles Familienbild beschreibst? Warum existiert das überhaupt und warum ist das da? Das kommt aus unserem christlichen sozialen Denken heraus, das sich über Generationen entwickelt hat. Ja, hat es einen Zweck oder hat es einen Zweck gehabt? Es hat einen Zweck gehabt, weil Frauen in der Vergangenheit wesentlich abhängiger waren von Männern. Und das hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren geändert, dass Frauen sich viel mehr emanzipiert haben und nicht mehr quasi der Mann das Oberhaupt der Familie ist, sondern dass das quasi partnerschaftlich geführt wird. Markus, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest. Wenn du auf der einen Seite sagst, es sollen diese Werte mehr gelebt werden und auf der anderen Seite sagst, du möchtest jetzt gerne mehr, wie ich sage mal, die ÖVP muss sich mehr den Leuten noch öffnen und der Welt, wie sie ist, dann setzt das eigentlich voraus, denklogisch, dass du das Gefühl hast, die Mehrheit der Leute will diese Werte, die du auch hast, weil dann ist dieser Annäherungsprozess auch so sinnvoll. Und die Frage ist, ist das deine Grundthese? Glaubst du, dass die Leute einfach mehr nach Freiheit, nach Leistung, nach diesen Dingen, die auch deinen Wertvorstellungen entsprechen, dass so die Gesellschaft ist? Oder ich habe manchmal nämlich das Gefühl, der Mainstream geht vielleicht in eine andere Richtung. Aber ich gebe dir schon recht. Richtung mehr Regulierung zum Beispiel. Ich gebe dir schon recht. Dieses Gefühl habe ich manchmal auch, aber wenn man in einem System 30 Jahre lang erzogen wird, in dem er gesagt hat, der Staat richtet alles, dann gewöhnt man sich irgendwann einmal dran. So wie eine Drogensucht quasi. Und wo wird das grundgelegt? Ich glaube, im Bildungssystem. Ich glaube, man müsste schon im Bildungssystem ansetzen und den Leuten einfach mehr Eigenverantwortung. Aber wenn ich jetzt provokant bin, sage ich doch, die Ganztagsschule und die Gesamtschule, ist das nicht wieder eher ein etwas, was in die entgegengesetzte Richtung führt? Weil das ist doch eher was, wo ich sage, noch mehr Regulierung quasi, in dem Fall noch mehr Schule für die Kinder, indem ich sage, das ist eigentlich für jeden doch eher dann dasselbe, ist eher weniger Freiheit, weniger Individualität. Ich glaube, das ist keine Organisationsdiskussion, sondern mehr eine Inhaltsdiskussion der Lehrpläne. Man kann auch eine Ganztagsschule mit sehr viel Eigenverantwortung ausgestalten, mit offenen Lerngruppen, wann wir entscheiden werden, wie die Lehrerausbildung gestaltet wird, fächerübergreifende Gruppen, jetzt nur um das Schulsystem anzusprechen. Ich glaube, dass es auch in so einem System geht. Okay, Thomas, würdest du auf der grünen Wiese eine Volkspartei, wie du sie dir optimal vorstellst, gründen? Welche ersten drei Schritte würdest du setzen? Ich würde Lukas Mandl einladen, mich beim Programmprozess zu begleiten. Das ist sehr freundlich von dir, war die Frage, weil ich habe schon vor Kompliments gedacht und ich würde mal schauen, ob Lukas Mandl auch zusagen würde. Und was noch? Ich würde mir die christliche Soziallehre herholen, weil es, glaube ich, ein sehr tolles Programm ist, wie eine Gesellschaft gestaltet werden soll. Und als dritten Schritt
würde ich mir Leute suchen, die die Bevölkerung abdecken, so wie auch unser Bundessystem ist. Ich sehe das Bundessystem nicht schlecht, weil es viele Bevölkerungsschichten abdeckt. Ja? Und wenn wir es schaffen, diese Bünde irgendwie zu einen, sind wir eine sehr starke Partei, weil wir alle Interessen irgendwie vertreten können. Und Politik ist ja die Kunst, Kompromisse zu schließen. Und das ist es. Ja? Ein Kompromiss verschiedener Gesellschaftsschichten. Du wächst gerade aus der jungen ÖVP heraus. Ja. Das heißt, du hast jetzt, wenn du in der Volkspartei dich weiter betätigen willst, 5 andere Bünde. Du hast gerade das Wort für die Bünde und für das Bündesystem gesprochen. Da ist schon meine Frage, welchem Bund fühlst du dich dann am ehesten zugehörig, wenn du aus der jungen ÖVP durch Ablauf der Zeit hinauswächst? Eine schwierige Frage. Genau, und trotzdem bist du fürs Bündesystem. Ja. Wärst du lieber einfach ein ÖVPler, ohne einen Bund von vielen auswählen zu müssen? Diese Möglichkeit besteht eh. Man kann ja auch direkt Mitglied bei der ÖVP werden. Aber wahrscheinlich von meinem ganzen Wirtschaftsdenken heraus würde ich wahrscheinlich beim Wirtschaftsbund landen. Okay, und warum nicht als Direktmitglied, wobei du ja sogar diese Option kennst und jetzt auch genannt hast? Die werde ich mir dann überlegen, wenn ich aus der jungen ÖVP ausscheide mit 35. Das ist eine politische Antwort, obwohl du ja gar nicht in der Politik hauptamtlich tätig bist. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst und ich glaube, du verstehst auch, was ich mit meiner Frage meine. Ich komme zum Schluss mit der Schlussfrage. Ich sehe kein Buch bei dir versteckt. Ich habe es leider zu Hause vergessen. Welches Buch würdest du dem Parteichef schenken? Ich habe lang überlegt und habe mir schon fast gedacht, dass der Parteichef sehr viele Ratgeber oder Inhaltsbücher geschenkt bekommt. Und ich habe mich für einen Buchtipp entschieden von Stan Nadolny. Das nennt sich Die Entdeckung der Langsamkeit. Ist ein Abenteuerroman über den Captain und Polarforscher John Franklin. Und was man aus diesem Buch lernt, ist, dass man beharrlich sein muss, um seine Ziele zu erreichen. Die Lehre ist, glaube ich, gut. Trotzdem nenne ich es mutig. Gerade einem österreichischen Politiker ein Buch zu schenken, das da heißt Die Entdeckung der Langsamkeit. Ja. Thomas Steinkellner, danke dafür, dass du da warst. Applaus für Thomas Steinkellner. Vielen Dank.